Es ist wieder soweit, eine neue Folge Fortnite und damit herzlich willkommen zurück, meine lieben Mighty Mikes. Ja, wir hatten ja letzte Woche die Woche des Ninjas und diese Woche solltet ihr entscheiden, welche Klasse wir spielen sollen. Wir schauen nochmal in die Abstimmung rein, was ihr denn abgestimmt habt und diesmal ist es die Woche des Soldaten. Mit 58% möchtet ihr, dass wir den Soldaten spielen. Ja, gucken wir doch mal rein, welchen Helden wir ausgewählt haben. Natürlich die meiste Grenadierin Ramirez, dieses geile Stück, dieses... Ja, und wir haben natürlich einige Soldaten, die wir auf jeden Fall diese Woche nacheinander spielen werden, ne? Das werden maximal 7 Stück sein, also pro Mission eine. Ja, ihr seht ja, wir haben ja einiges zur Auswahl. Wenn ihr natürlich bestimmte Wünsche habt, welchen Soldaten ihr mal sehen möchtet, dann schreibt das mir in die Kommentare und ich werde das versuchen zu beherzigen. Ja, und ganz wichtig, eine Information ist gekommen von Fortnite. Zack, Neuigkeiten. Und bitte lest euch das hier unten ganz genau durch. Sorgt für die Sicherheit eures Kontos. Macht einen Bogen um Seiten, die kostenlose V-Bucks versprechen. Das, was ich euch schon immer gesagt habe, es gibt keine kostenlosen V-Bucks. Es gibt nur V-Bucks zu kaufen bei Epic Games. Haltet euch dran, dann kann eurem Konto nichts passieren. Ganz wichtig, okay? Und ja, wir haben natürlich heute die Mission, da taumelt es hin. Ja, ja, die müssen wir heute machen. Da müssen wir irgendwelche, was müssen wir denn hier? Tumbleweed müssen wir Daten sammeln. Ja, toll. Ja, genau. Und das machen wir heute nicht alleine. Mit wem haben wir denn heute dabei? Heute haben wir den Killer 64197 dabei. Liebe Grüße auch an dich. Und natürlich dürfen wir das Ganze nicht vergessen. Die Grüße sind ganz wichtig heute. Ja, da schauen wir doch mal rein, wen wir heute haben. Den ganzen Schnipselberg mal wieder. So, Nummer 1 und Nummer 2. Und da schauen wir doch mal rein. Das reibt sich so schön, schön. Und zwar einmal ganz, ganz liebe Grüße an Josia Pick. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Josia Pick, ganz, ganz liebe Grüße an dich und an die zweiten. Das ist die, das Batal Sammer. Ja, Batal Sammer, liebe Grüße an euch beiden. Vielen lieben Dank für den Support und die Unterstützung. Und denkt auch mal dran, das Video zu teilen und zu liken und in die Kommentare zu schreiben. Aber nur, wenn ihr möchtet. Das ist kein Zwang. Das dürft ihr nicht vergessen. Aber es würde mir natürlich weiterhelfen. So, und jetzt starten wir die Mission. Aber wir machen das so hier, weil ich jetzt das schon mehrere Male hatte, dass ich einfach nicht auf jetzt spielen geklickt habe. Und das klappt einfach nicht. Ja, klicken wir drauf und los geht's. Klick. So, da reiten wir wieder mal eine Runde auf den Blitz in der 70er-Zone. Und hier haben wir gleich die erste Sturmchest. Ist ja schön. Und was haben wir hier? Diese Fumble-Fiends oder Weeds oder wie die Dinger auch immer heißen. Da sind sie, die müssen wir dann zerstören und müssen dort irgendwelche Daten rauskriegen. Um Sturmdaten zu sammeln, da war nix. Da war auch nix. Das kann ich nur um Stunden handeln. Ja, ich hoffe, dass hier noch jemand joint. Der andere hat wahrscheinlich Ladeprobleme. Aber scheinen mir einige Tumbleweeds unterwegs zu sein oder rumzuliegen. Ja, probieren wir es einfach alleine. Also im Moment ist noch keiner weiter gespawnt. Das ist natürlich schlecht. Wollen wir mal hoffen, dass noch einer kommt. Und da kommt auch schon der Killer hier. Los geht's. Der hat den gleichen Helden wie ich. Ist das nicht schön? So, dann werden wir uns erstmal die Sturmtruhe hier unter den Nagel reißen. Ganz wichtig. Zack, weg war er. Und dann machen wir mal die Dröhnchen raus. Das sind sie sehr auf den Sack gehen hier, die kleinen Hüllen, ne? Ihr kleinen hässlichen Missgeborenen. Ihr habt doch hier nichts zu sorgen. Granate! So. Ich wollte natürlich jetzt niemanden beleidigen. Ich hoffe, es wird sich unter keiner angesprochen hier. So, aber. Ist das Schöne ist, durch den Johnny sieht im zweiten Slot. Haben wir natürlich die Clusterbombe mit drin. Und das heißt, wir haben bis doppelten Schaden. Einmal durch die Energie und dann noch die Bomben, die da rausfallen. Ist das nicht schön? Ah, herrlich. Ich finde das geil. Da kommt das Schneebelmonster. Wir müssen treffen. So, tschüssi Witzki. Tschüssi Witzki. Ja. Ich bin ganz am Öl, Was? So. Haben wir das auch? Oh, da gibt es hier schönes Obsidian und schöne Teilchen. Ja, geil. Und jetzt können wir natürlich uns ganz gemütlich um die Tumbleweeds kümmern. Tumbleweeds, wer hat sich denn den scheiß Namen wieder ausgedacht? So, da haben wir eins. Ah, da ist ein Datschen. Ah, da kriegen wir die bestimmt alle zusammen. Das alte Lied, der Weg nach Leichenstein, endet mit der Zeile, der Straße ihr folgt, wo der Tumbleweed rollt. Und mehr Informationen haben wir nicht. Also... Ich hoffe, ihr habt das ganz genau zugehört, weil das ist die Möglichkeit, wieder neues Herz zu verdienen. Schreibt das in die Kommentare, was ihr gerade gehört habt von The Ray und dann könnt ihr euch wieder mal ein klasse Herz verdienen. Übrigens, es gibt schon übrigens einen Gewinner. Danach sage ich das nochmal. Sorry. Wir brauchen noch mehr Tumbleweeds. Ja, ja, immer diese Tumbleweeds. Also, ich hab da was. Einer hat schon gewonnen. Ja, das ist schon von längerer Zeit passiert. Und zwar Schlaufuchs hat seine 100 und mehr schon zusammen. Und er hat sich natürlich nur 1800 gewünscht. Ist noch nicht draußen, aber ich habe ihm versprochen, dass ich ihn das Spiel voraus schon mal kaufe und ihn dann auch schenke bei Steam. Ja. Ich habe dir geschrieben, Schlaufuchs. Du solltest auf jeden Fall das machen, was ich dir geschrieben habe, dass du auch dein Spiel bekommst.
dass natürlich auch kein Faker dazu kommt. Ne? Du weißt, was ich meine, deswegen versuche mich zu adden bei Steam und schreib mir dann eine besondere Nachricht mit einem bestimmten Code, dass wir da auf der sicheren Seite sind. Ey, da sind wir fast vorbeigelaufen an den Ding. Zack. Ja, da war nicht drin. Verdammte Sch. Oh, ein Lager. Juhu. Bam. Pass auf. Hey, lass doch mal bei dir. Ich will das nicht haben. Deine Geschenke kannst du dir nachstecken. Aua. Oh, oh. Warte nur. Hinterm Stein erstmal. Danke. Oh, oh. Autsch. Na, bloß gut, dass wir uns beim Töten der Höhlen wieder aufheilen können. Oder erledigen. Töten darf man ja nicht sagen. Ausradieren wird schon besser sein. So. Na, meine Freunde. Warte. Hier. Zurück. Für dich. Ja, wunderschön. Zack. Und dann haben wir wieder mal Lager zerlegt und ein paar Hüllen weggeklatscht. Und hier unten sehe ich doch schon wieder ein Fallenmeet. Wir haben erst zwei Daten. Das ist aber relativ wenig. Ich hoffe, wir kriegen die alle zusammen. Und der Killer versucht bestimmt, die Sachen schon zu finden für uns. Das finde ich klasse. Da haben wir wieder eine Daten. Also gut. Tumbleweed, zeig uns den Weg. Jetzt wäre gut. Roll weiter. Suchen wir noch mehr Tumbleweeds. Also es sind schon einige auf der Karte. Ich denke, dass wir auch die zusammenkriegen könnten. Hoffe ich zumindest, dass wir die zusammenkriegen. Ja, im Moment gerade Bill Mau mit Leuten auf Fortnite. Ich hatte nur ein paar 70 Freunde, die online waren. Das hat mich schon gewundert. Hi. Hi. Ja, es sind ganz, ganz wenige online. Was ist denn los? Kein Bock mehr auf Fortnite oder was? Ja, auf jeden Fall macht es mir so immer noch Spaß. Und wir haben ja bald durch. Wir sind bald in Twin Peaks. Und für die, die immer noch in Kommentaren fragen, wie kommt man denn nach Twin Peaks? Welches Level muss man denn haben? 70. Vorher bekommt ihr die Raketenmission nicht, also die Plank Up Wars oder ja. Das ist die Rakete, wo ihr die nächste Zone starten könnt. Bekommt ihr erst, wenn ihr 70 seid. Ja. Oder besser, da könnt ihr diese spielen. Sonst wird's früher. Das ist wieder eins. Bin gespannt. Natürlich nicht. Warum auch? Es hätte ja auch so schön sein können. Ah, die Dinger sind zwar vereinzelt bloß auf der Karte, aber. Bäh. Also nicht so schnell, mein Kleiner. Ich muss auch noch diese Scheiße sammeln. Ich hoffe, der lässt sich noch ein bisschen Zeit. Wäre unfair, wenn er einfach starten würde. Weil dann kann ich ja nicht meine Mission abschließen. So. Na, ernsthaft? Ist das wirklich da oben? Ihr habt doch eine Meise. Noch eins oben. Oh nee, oder? Also da ist bestimmt was drin. Ich wette mir, da ist nicht drin. Kein Kommentar. Wir haben erst 3 von 10. Ernsthaft. So, da wäre das nächste. Hopp. Also langsam wird's früher, also. Welche Schnapsidee ist schlimmer? Sich von getrockneten Gräsern die Richtung vorgeben zu lassen? Oder in eine Stadt zu gehen, die Leichenstein heißt? Die kannst du dir selber beantworten, Ray. Da habe ich jetzt Kipp. Naja, vor sowas. Pass auf! Aber er hat gerade einen Daten für mich eingesammelt. Kann das sein? Er hat die Daten gerade für mich eingesammelt, weil ich hatte nichts gefunden. Was ist das jetzt? Oder? Ach nee, der wird noch verfolgt. Hihi. Lass das. Nimm das Ding weg. Aber hier am Rand liegen noch einige Sachen rum. Wie der zum Beispiel hier. Plop. Da wieder ein Dätschen. Ein Tumbleweed. Ja, das ist schön. Hübsch und stachelig. Hübsch und stachelig. Ne, das ist so schön. Ja, das reicht aber immer noch nicht. Wir haben erst 5 von 10. Mano. Aber hier gibt es auch kein Konzept, wo die liegen könnten, weil die liegen irgendwie verstreut auf der ganzen Karte. Hier hätten wir wieder 2. Haben wir Glück? Ja, wir haben Glück. Die Datenanalyse identifiziert die Koordinaten. Auf nach Leichenstein! Auf nach Leichenstein! Ja. Alles klar. Und hier haben wir glücklicherweise auch noch eins. Und ein paar Freunde, die mit uns spielen wollen. Zack. Ja, hier war natürlich wieder nicht. Oh, den Überlebenden sollten wir schnell mal retten hier. Hilf mir mal! Patronen, gefällt mir! Lass dir meine Ruhe! Der hat euch nicht getan und der will auch nicht mit uns spielen. Ihr hässt, wir kleinen Mistlichen. Gut gemacht, komm, du hast mich gerettet. Na, aber freilich. Mach ich doch gern. Ja, bleibst du da. Hey, fasst du mich an. So, da hinten ist noch ein Fumble Meat. Feed, Meat, Sheet. Wie auch immer. Oh, wir haben vielleicht Glück und bringen sie doch zusammen. 6 von 10. 6 von. Oh, hast du auch alle nicht mehr am Zaun. Oh, hier sind 4 Stück auf einer Stelle. Das ist gut. Das ist sehr gut. Hier, diese Stellen habe ich gemäht. Da kann man nämlich was abgreifen. Ich hoffe, das reicht. Ja, noch ein Taumelig. Taumelig? Ray hat echt ne. Fass mich hier an. Da ist es.
Da haben wir nichts drin. Wir haben erst 7. 7! Wir müssen noch 3. Ich mach doch nicht mal die Mission dreifach und vierfach. Nur, weil es ein blöder Busch hier in der Nähe ist. Ihr habt doch eine Schuss nicht gehört. Da ist das Fumble Meat. Genau, da ist es und. Jupp. 8. Da taumelt es hin. Schon wieder? Noch 2. Noch 2. Freunde! Aufstehen! Da war natürlich nichts drin. Warum auch? Aber wir haben noch. Ich sehe noch 2 auf der Karte. 2 oder 3? 2. Da hinten war noch was. Da hinten sind noch 2. Genau. Sehr schön. Zack. Nix. Ach, ist das zum Kotzen. Da oben ist noch eins. Ah. 9. Gute Arbeit. Noch ein Tumbleweed sollte reichen. Ja. Dann haben wir das dann auch durch. Und ich hoffe, wir finden das letzte Ding. Oder den letzten Busch. Und hier sind 3 Stück an der Zahl. Und zwar da oben. Oh, da haben wir gerade Ressourcen gekillt. Naja, passiert. Nein. Nein. Wo ist der Rest? Irgendwo da unten. Ah! Und erledigt. Wunderschön. Gut gemacht. Könnt ihr es noch weitermachen, aber... Du hast genügend Tumbleweeds gesammelt. Ja. Das reicht für ein ganzes Leben. Meinst du? Abtreten. Ja, das war wie soll man dazu sagen, sehr wenig an Story gerade eben. Einfach nur sinnlos mal wieder was sammeln. Das ärgert mich ein bisschen, dass es zum Ende hin jetzt die Story so, naja, wie soll man sagen, langweilig wird. Aber gut, Ziel ist ja Twine. Ah, dieses Rumgeirre geht mir nämlich schon wieder auf den Zünder hier. Da ist er. Oh. Na, mein Freund, komm raus. Ich will mit dir spielen. Pass auf! Hast aber nie lange durchgehalten, mein Kleiner. Ja, Meisterkanadierin Ramirez, mach dich einfach nur weg. Weg! Achtung, Leute! Tschüss! Pups! Pass ihn an. Hello again! Nee. Gut, das lassen wir. Ich weiß ja, ich sag dir immer, ich kann hier singen, deswegen lasse ich das so ganz einfach. So, noch ein bisschen Malachit abfarmen. Wundergeil. Wundergeil. Egal. Und noch ein bisschen Blue Glue. Gut, da fahren wir doch einfach mal zum Lars. Und blasen in den Marsch, nicht was? Warte mal. Sind die mir gerade hinterher gerannt? Mann, sind die anhänglich. Lass das, ich hab gesagt, ich hasse das. Dass der auch nie zuhören kann. Tschüss, verbrannt, genau. So, dann können wir ja das Flugglüh reinmachen. Oh, der nächste hier, der dabei ist, der kaum besiegt hat. Auch so ähnlich. Könnte sich nicht meinen Namen einfallen lassen, die man auch aussprechen kann? Ja, Lars, du voller Sack. Sitzt wieder nur rum und machst nicht, ne? Er ist der typisch. Zack, starten. Da hinten kommen wir sie. Na! Oh, gerade so. Granate in der Luft. Freunde! Kann ich den ganzen Tag heute machen? Wir nehmen Schaden. Alle weg! Und Dröhnchen noch rausholen und da auch noch ein Dröhnchen. Na! Wollte schon gar nicht runter. Freunde! Granate. Lass doch mal das Ding hier ganz. Brauchst du gerade eine Rampe zu denen hin oder was? Na egal. Ach, Smashy. Auch wieder da. Hier, nimm und friss. Will denn der hin? Hat wieder einen Kompass hier gefunden. Ach, ist das schlimm. Und immer alles kaputt machen muss. Kann ich nicht. Wenn wir nochmal klassisch hier alles zubauen, dass er hier nie auf dumme Ideen kommt. So, viel Spaß damit. Zurück! Also die Granaten sind schon richtig geil von der, also. Und dazu noch Splitterbomben von Jonesy, die dann noch explodieren. Da kannst du richtig was abfarmen. Also ein bisschen höhenmäßig was abfarmen. Jetzt rennt er da einfach doch rüber, sondern hat er den Schuss nicht gehört. Riesiges Ziel in Sicht! Ja, Fettes wird es eher treffen. Munition! Ja. Der kleine hässliche. Warte nur. Soll ich aber mal wieder zumachen, bevor die wieder hier hochrennen. Ja, es war mir schon klar. Und wie ihr sehen könnt, ich habe die Sturmklinge jetzt auf 106 hochgezogen. Aber da muss ich noch was in Perks machen. Im Moment macht sie nicht allzu viel Schaden. Da gefallen die Perks mir absolut noch nicht. Was ist denn hier unten mit euch los? Lasst doch mal das Ding ganz, Mensch. Au, sag mal. Na komm, Großer. Na, kriegen wir den noch? Vor Aufforderung erfolgreich. Gute Arbeit, Team.
Und der gammelt immer noch auf seinem Sitz. Ich glaube es nicht. Alter Schwede. So, aktivieren. Ab geht er, der Peter. Verteidige den Bus. Wo kommen sie jetzt? Ach, diesmal kommen sie von Nordost. Wir haben einen Bonus im Spiel. Fang! Nö, ich habe die Welt ein wenig sicherer gemacht. Oh, nur ein wenig. Mit jeder Sekunde tödlicher. Diese Energiewelt. Ja, bin ja gespannt, welcher Soldat jetzt nächste spielen. Ich habe ja einige im Petto. Und die ich auch sehr gerne spiele. Na, mein Freund. Wieder auf Kuschelkurs. So haben wir eine Gewalt. Hallo? Alle weg! Und Fanny rennt wieder. Was ist denn hier los? Ist hier irgendwas umsonst? Gibt's hier Bier? Gibt's hier Bier? Nee, eigentlich sehe ich kein Bier. Ich weiß nicht, warum die alle hier hoch wollen. Ringe, Junge, Junge. Lars hat schon sein Bier schon längst ausverkauft, also. Ja, auf jeden Fall haben wir alle Tumbleweeds auch gefunden. Ne? Also, ich bin ja ziemlich froh drüber, dass wir das hingekriegt haben. Ich dachte erst, ob wir das schaffen. Aber dann war glücklicherweise doch alle auf der Karte. Wir müssen bloß richtig die Augen aufmachen, also die Klötze aufmachen. Ja, dann klappt das so. Fleschi! Falsche Richtung, ich bin hier! Na gut, dann halt nicht, dann rennst du halt in die andere Richtung. Jo, egal. Zurück! Speck! Da hat er mir was liegen gelassen. Will bergsteigen? Ja, klappt nicht. Ja, daneben. Fang! Ach, Penny, doch nicht so! Da hinten sehe ich was Blaues rumliegen. Gib mir das, gib mir das. Ich brauche das. Ach so, warum das Robuste? Na gut. Aber Kohle hab ich gerade gefunden. Oh, nee. Auch nicht. Schade, schade, schade. Weniger als 2 Minuten, dann haben wir das Ding hier auch schon wieder durch. Ist das nicht schön? Ich finde das klasse. Hat sie das gerade vorhin gesagt? Stell ich niemals zwischen die Dame und ihre Werkzeuge. Jo. Und wenn man es doch macht? Ich dachte, Frauen hassen Werkzeuge. Für die weiblichen Zuschauer unter euch, mögt ihr Werkzeuge? Also jetzt mal ehrlich. Ich hab da was! Also ich nicht. Termine im Anmarsch! Also, ich kenne keine. Also ich kenne keine. Also ich mag schon Werkzeug, wenn es effektiv ist und wenn ich dafür die Arbeiten brauche, für meinen Job zum Beispiel, aber ich kenne keine Frau, die Werkzeug mag. Schreibt es mir mal in die Kommentare, würde mich sehr interessieren, ob es da welche von euch gibt, die Werkzeug. Ich rede nicht für Vorteilwerkzeug, mir ist klar. Na, mein Freund, ich sehe dich. Schieß einfach mal durchs Geländer. Stirb mich absolut nicht. Countdown läuft. 3, ja, 21 2, plus 21. 1, ja, schade. Abschuss. Wunderschön. Haben wir das auch geschafft? Und eine Mutantensturm ist ja noch am Ort gemacht. Und da fliegt der Bus. Tschüssi, Lars. Mach's gut. So, welche Kiste? Jawohl. Schöne 5. Und der ist wieder zu ungeduldig und ihr auch. Und ich wollte eigentlich noch jedem ein Däumchen geben, weil ihr wisst ja, jedes Däumchen ist ein Träumchen und ihr dürft jetzt auch, wenn ihr möchtet. So, beide Level 5. Wunderschön. Und keine Musik dazu, ist natürlich auch klasse. Die Tumbleweeds führen uns genau zu diesem dichten Block des undurchsichtigen Bösen, in dem sich wahrscheinlich der finstere Pistolero verbirgt. Es gefällt mir zwar nicht, mitten ins Herz der Finsternis zu gehen, aber diesem Ayers müssen mal die Flügel gestutzt werden. Und du bist genau der Richtige dafür. War ja klar, dass wir das wieder machen dürfen. Nicht Spaß. So, jetzt müsste der Story kommen, was wir als nächstes machen dürfen. Leichenstein. Yeah. Geht es nur mir so oder fühlt sich das wie Schießereiwetter an? Die fliegenden Geier, das einsame Pfeifen, die unheimliche Stille. Der Schrei in der Ferne der riesigen von Schwarzstiefel Ayers inspirierten Superhülle, die ich gerade auf der Karte entdeckt habe. Hör mal Luft. Keine Zeit, um Anthony und die Überlebenden zu finden. Es ist Zeit zu kämpfen. Jo, die vorletzte Mission. Nee, es ist die letzte Mission. Es ist die letzte Mission in Brutal, in der Story, in Akt 1. Ja, also wenn man die anderen Story oder Akt 2 kommt, bin ja mal gespannt. Auf jeden Fall geht's jetzt nach Lichtenstein. Also in der nächsten Mission, also die seht ihr da morgen. Ich würde sagen, erstmal vielen lieben Dank an die zwei Herren oder drei Herren, die mitgemacht haben. Ne? Jetzt sind wir 2 andere drin, aber der Killer ist noch da. Ja, und wir sehen uns halt zur nächsten Folge. Also bis dahin, haut rein, ciao, ciao und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet.